Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute ein ganz spontanes Journal mitgebracht. Das stand überhaupt nicht auf der Liste. So, einmal vorab, ihr seht hier wunderschöne Katzenpfoten, Stempelfarbe und Co. Meine Hände sind halbwegs sauber, aber das Video ist genauso spontan wie dieses Buch. Davon wollte ich euch heute mal erzählen. Kurz und präzise, schmerzlos und so weiter. Und zwar begab sich Folgendes. Ich war fröhlich daran, meine Projekte hier umzusetzen, die ich auf dem Schirm habe und auf dem Zettel. Und dann sagte der Kalender, du übrigens, deine Freundin hat am Montag Geburtstag. Oh shit. Ja, oh shit. Glücklicherweise, für mich glücklicherweise, ist es eine Freundin, die gerne bastelt und die auch sowas wie Junk Journal zu schätzen weiß. Das war natürlich dann mein großes Glück an der Stelle. Und was habe ich gemacht? Ich dachte mir, Mensch, baust du ihr doch einfach ein Journal, weil sie kommt momentan nicht so oft zum Basteln. Und meine Idee war, ihr einfach ein ganz nackiges Journal zu bauen, mit ein bisschen Papier drin und ein paar Sachen in einem Umschlag, im Sinne von, hey, viel Spaß, hier ist dein Journal, mach mal weiter. Ja, und dann kam das eine zum anderen und das andere zum einen. Und ihr seht jetzt vor euch ein Journal, was, naja, fertig würde ich es nicht nennen. Es bietet ganz viel Potenzial, um einfach noch weiterzumachen. Und das war eigentlich mein Urgedanke dabei, ne? Dass sie was bekommt, wo sie einfach weitermachen kann. So, was habe ich getan? Ich habe ein Buch genommen. Yippie! Ja, ihr wisst ja, ich liebe Altered Books. Und so habe ich ein Buchcover noch gefunden, das ist mir so zugelaufen. Nein, ich hab so eine kleine Sammlung an Buchcovern und für die Anlässe fallen mir die dann in die Hände und sagen, hey, ich möchte mitmachen. Und mir ist auch das Alchemie-Papier von Stamperia in die Hände gefallen. So, das seht ihr schon auf dem Cover. Erstmal habe ich das Orchard Book hier mit einem richtig schönen Niki-Stoff bezogen. Also es ist kein richtiges Samt, es ist so ein Niki-Stoff. Dunkelgrau, so ein bisschen Anthrazitfarben. Hab hier noch ein Band dran getüdelt, also einen kleinen Klebestreifen gemacht und dann schön ein Filigree dafür genutzt. Ja, hab mich für eine Sternbindung entschieden und an der Bindung seht ihr schon, das Buch hat 4 Signaturen. So, hinten habe ich auch noch das schöne Papier genommen. Also das ist wirklich, das Alchemiepapier von Stamperia ist wirklich schön. Also kann man nicht anders sagen. Mod Podge drauf, ganz klar, dass man das wirklich anpacken kann. So, dann habe ich meine Papiere zugeschnitten und gemacht und getan. Und als ich es dann reingelegt habe, habe ich festgestellt, verdammt, die Papiere sind ja größer als das Buch. Ihr seht's. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, anstatt die Papiere noch mehr zu kürzen, fand ich doof, weil es soll ja ein bisschen Platz dran sein, habe ich dann hier so eine, ich glaube, das ist eine Häkelspitze, eine Strickspitze, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, fühlt sich an wie mit Sockengarn gemacht. So, also die beiden Bänder kann ich ja so komplett nach hinten schmeißen und habe hier in den Deckel diese etwas gröbere Spitze reingemacht. Passt total gut. Ich glaube, die habe ich mal von Sonja bekommen. Ne? Sonja aus Österreich, wenn mich nicht alles täuscht, hast du mir die geschickt. Super geile Idee. Ja, im Cover habe ich, also ich habe auch innen alles mit Samt ausgekleidet oder mit Niki. Ich glaube, Niki-Stoff ist das bessere, die bessere Bezeichnung. Und habe vorne und hinten jeweils die Abschnitte von den äußeren Coverteilen benutzt. Das dort und von dem hinten. Genau, das ist mein 21. Junk Journal. Notizbücher habe ich nicht mitgezählt. So. Genau, und jetzt seht ihr ein basic dekoriertes Journal. Ich werde relativ schnell durchflippen, weil es jetzt hier keine großen Highlights drin und keine großen kreativen Explosionen. Ich habe auch Papier genommen, was ich noch hatte, logischerweise, weil ich hatte ja irgendwie nicht so richtig viel Zeit. Also dann habe ich mich gestern dafür entschieden, dass ich das tue. Ich glaube, das war irgendwie kurz nach Mittag. Und dementsprechend hatte ich ein bisschen zügig was zu tun. Ja, und dann musste ich natürlich auf Papiere zurückgreifen, die ich hatte, was natürlich kein Problem ist, weil nämlich meine liebe Mandy Pferde gerne mag. Deswegen ist das Pferdepapier eingeflossen. Ich habe gestencelt, Sticker verteilt, ein paar Pockets gemacht, noch extra Papier reingetan. Das ist wirklich ein Journal zum
weiter bearbeiten. Ne? Also nicht, dass er sagt, boah, voll langweilig, was hast du da nur ein bisschen gemacht, ein bisschen rumgestempelt, paar Linien, paar Punkte rein, ein paar Die-Cuts mitverarbeitet. Ja, es ist eine Mischung aus wirklich weißem Papier, ne, mit so schönen Stencils oder ähnlichem. Eine Mischung aus teegefärbtem Papier. Dann habe ich hier das Designpapier, was ich nicht vorher gefärbt habe. Ich habe auch elends wenig Distressed in diesem Journal. Also das ist alles was sie selber kann und macht. Habe nur so ein bisschen Linien, Karos und so weiter reingepackt. Ein paar Freebie-Designpapiere, die ich auch mal irgendwann auf den Drucker geschmissen hatte. Schöne Dandelions, also hier Pusteblumen. Genau, hier ist nochmal so ein schönes teegefärbtes. Ja, ich habe auch aus Happy Mails hier und da mal ein paar Die-Cuts gehabt. Die haben wunderbar hier reingepasst. Ja, das hier ist ein kaffeegefärbtes Papier. Ja, und die ganzen Die-Cuts, oder die allermeisten Die-Cuts habe ich halt selber gecuttet. Genau, die habe ich bei Etsy gefunden, die Pusteblumen. Super schönes Papier. Und auch diese Dinger hier sind auch Freebies gewesen. Das hier ist auch Papier, ein Designpapier, was ich bei Etsy gekauft habe. Super schön, das hatte ich eigentlich für Katzenjournal mal gekauft. Aber wie der Zufall es so wollte, hatte ich doch ein paar Blätter übrig. Was ein Glück, weil mit den übrigen Blättern kann man natürlich hier schön so ein Spontan-Journal bestücken. Ja, und ein paar Seiten habe ich aus dem kleinen Gespenst noch genommen. Keine Sorge, ich habe das Buch zwei oder dreimal. Also dementsprechend durfte eins dran glauben. Ja, genau, so eine gefärbte Spielkarte. Also die ganzen Sachen, die ich hier so lustig reingesteckt habe, kann man alle rausnehmen, damit noch weiter basteln. Und genauso hier so eine kleine Karte mit aus den Niederlanden. Ich glaube, ich habe mein Buch gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Oder eine Happy Mail bekommen. Auch das ist möglich. Ja, ein paar alte Bibelseiten aus Schweden. Also es ist wirklich, es ist lustig, wie die Kirche es schafft, Papier zu nutzen, was wirklich bleibt. Ne? Also das ist, man kann es reißen, aber es braucht schon ein bisschen was, um dieses Papier zu reißen. Das ist eine Bibel von 1860. Also das ist Papier ist schon mal ganz entspannte über 160 Jahre alt. Und es lebt noch und ist nicht, es bröckelt nicht. Man kann es falten, ohne dass es irgendwie bricht. Ist der Knaller, oder? Ja, schöne Designpapier. Ein paar tolle Die-Cuts. Ja, diese Hexe musste damit rein. Nicht anders. Sticker habe ich noch und dann habe ich ein bisschen hier so Weidenpapier, so ein bisschen Packpapier mit verbastelt. Ja, dieser Stencil hier ist übrigens eine Plastikborte. Die habe ich mal in irgendeinem, ich sag mal, Billigbastelgeschäft gekauft. Weil ich eigentlich irgendwie sah sie aus, als wäre sie aus Stoff. Aber beim näheren Hinsehen war es dann Plastik. War ich mich erst kurz geärgert und dann mega gefreut, als ich herausgefunden habe, dass man damit wunderbar stenciln kann. Wirklich großartig. Welchen Umschlag? Da habe ich Stoffreste vom Cover reingepackt, falls sie sich ja noch ein paar Cluster bauen möchte. Ja, und hier, diese Dinger sind von Stemperia aus dem Alchemiepapier. Genau. Ja, hier so ein paar, ja, This Book Belongs To, ist, ja, kann man hier als ja, Namensschildchen mitnehmen oder einfach als Lesezeichen. Wie auch immer man das möchte. Momentan ist es designt als Lesezeichen. Ich muss es nur so jetzt einpacken, dass mir die ganzen Dinger nicht aus dem Seitenhaus fallen. Weil es nämlich morgen per Express auf die Reise geht. Ja, ich weiß, es wird morgen nicht ankommen. Fail. Das ist gut. Mandy, wenn du das Video guckst, du lachst dich bestimmt kaputt. Ist in Ordnung. Immerhin habe ich die Kurve noch gekriegt. Ich hier mal behaupten, ne? Genau, hier habe ich ein bisschen, ja, wie heißt denn das Ding? Mann, mein Vater war technischer Zeichner eine lange Zeit und hat mir dieses Papier vermacht, Millimeterpapier, so. Am frühen Morgen hat man ein bisschen Sprachfindungsstörung. Genau, hier Die-Cuts und Karten, das ist auch aus dem Alchemistenpapier. Ja, Postcard mit Papier, klar, alles rausnehmbar. Es wird ja auch ein relativ kurzes Flip-Through, wie ihr hier seht. Ja, hier und da ist einfach nur ein bisschen gestempelt, gestencelt, Sticker reingesetzt, also wirklich die Basics auf dem Papier. Und ich habe es extra so bunt gemacht, wie es ist. Hier ist noch ein Kaskadenblock drin. Ich habe es extra so bunt gemacht, wie ihr das jetzt hier seht. Einfach, weil die liebe Mandy auch sehr vielseitig ist. Sie mag Pferde, sie mag Katzen, sie interessiert sich für ganz viele Sachen.
rutscht ein bisschen raus aus dem Bild. Und dementsprechend ist es nicht einfarbig Botanik oder ein Stil einfach nur Vintage. Es hat viele Elemente in sich. Es ist naturverbunden. Es ist ein bisschen romantisch. Es ist ein bisschen verspielt. Es ist ein bisschen lustig. Es hat tiefgründige Wissenschaftsaspekte, ein paar positive Sprüche, bisschen was Romantisches hier, einen kleinen Hexendrall, weil die Hexenthematik ist auch eine wichtige. Ja, du darfst da hängen bleiben hier, liebe Acht. Genau. Und so zieht sich dieses Journal durch und es ist ein immer vielseitiges Journal. Ich wollte es einfach, ich weiß nicht, ich wollte es eigentlich roh lassen. Ich konnte nicht. Meine Hände haben einfach weitergemacht. Meine Hände haben einfach weitergemacht und dieses 21. Junk Journal designt, was zugegebenermaßen ein Basic Journal ist. Ja, es ist wirklich basic dekoriert. Es hat keine großartigen Taschen, also Taschen, klar, kleine Pockets habt ihr gesehen, aber es hat keine großartigen Ausklapp-Design-Elemente, hast du nicht gesehen. Wunderbar vertüdelt. Das werdet ihr in meinem Katzenjournal dann sehen, solche Elemente. Das hier ist ein Hab mich lieb und benutz mich Journal. Und ich habe auch mit Absicht hier vorne das Happiness mit reingesetzt. Ja, auf ein bisschen altdeutsche Schrift. Altdeutsche Schrift, Schwedisch. So geil. Diese Bibel ist so cool. Ich freue mich auch schon, meine Eltern haben mir an mich wieder eine Bibel in Schweden gefunden. Eine alte. Altdeutsche Schrift, schwedische Sprache. Ich liebe es. Ja, meine Lieben, das hier ist das kurze Flip-Through des Spontan-Journals. Dieses Spontan-Journal werde ich gleich, natürlich einen kleinen Brief dazu schreiben. Dieses Spontan-Journal werde ich gleich verpacken und auf die Reise nach Berlin schicken. So, ich freue mich erstmal sehr, dass ihr mir zugeschaut habt und ich bin sehr gespannt, wie dieses süße Ding. Ja, süß, gut, vier Signaturen. Das ist jetzt nicht klein und süß, aber es ist trotzdem süß. Wie dieses süße Ding bei meiner lieben Mandy ankommt. Jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Basteltag. Ich freue mich sehr über Likes, Kommentare, Abonnenten und Co. Bis dahin. Und ich sage jetzt erstmal, bis demnächst in diesem Kino.